Der Schuss ging echt nach hinten los. Dabei wollte Viktor nur seine Irina überraschen. Wir wollten eigentlich unseren Brauch spielen und unsere schöne Hochzeit feiern. Mehr wollten wir eigentlich nicht. Er engagiert 4 Kumpel, verkleidet als russische Spezialeinheit mit Sturmhaube und Spielzeugwaffen. Sie sollen ihm helfen, seine Braut freizupressen. Ein Riesenspaß für die Beteiligten. Also erschrocken habe ich mich nicht. Ich fand das eher, ja, lustig. Täuschend echt ist es für die Nachbarn. Dass da plötzlich so viele Polizeifahrzeuge da waren und ja auch ein Hubschrauber kreiste. Und man wundert sich über nichts mehr, ne? War ja eigentlich gut organisiert. Ne? Aber da ist nur nicht dumm gelaufen, ne? Der Polizeihubschrauber sorgt für Aufregung, denn schnell ist klar, der gehört nicht zur russischen Spaßgeria. Wir standen erst mal alle so baff ein bisschen. Was ist jetzt los? Was ist passiert? Wir wussten nicht, was Sache ist, ne? Weil wir haben nichts mitbekommen. Eine verängstigte Nachbarin hatte die Beamten alarmiert. Ja, und dann auf einmal haben wir einen Streifenwagen gesehen. Der ist erstmal hin und her gefahren. Dann habe ich zu meinem Trauzeugen gesagt, du geh mal bitte hin, frag mal nach, was Sache ist. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann ist Schluss mit lustig. Erstmal. Doch die Lage entspannt sich, denn auch Polizeibeamte haben Sinn für Humor. Allerdings nicht alle. In der Chefetage prüfen die Ordnungshüter, ob sie Familie Rubin den Einsatz in Rechnung stellen. Mehrere tausend Euro kommen da schnell zusammen. Die waren eigentlich für die Hochzeitsreise angespart. Wir warten erstmal ein bisschen ab. Nicht, dass jetzt doch irgendwas kommt von der Polizei. Ne? Weil ich meine, da können wir unsere Hochzeitsreise auf jeden Fall abschminken. Das wäre wirklich bitter und sorgt jetzt für schlaflose Nächte. Es ist uns wirklich leid von ganzem Herzen, dass es so dazu gekommen ist. Wir wollten keinen Ärger machen. Wir wollten, dass es nicht so ausartet. Wir wollten eigentlich unseren Brauch spielen und unsere schöne Hochzeit feiern. Mehr wollten wir eigentlich nicht. Bereuen tun wir das schon, dass so ein großer Einsatz jetzt dazu gekommen ist. Und wir entschuldigen uns nochmal bei der Polizei. Aber trotz Ärger und Aufregung ist Irina immer noch überzeugt, dass ihr Viktor der Richtige für sie ist.